So, da sind wir also wieder bei Prey. Ich fahre mal fort, ne? Weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Aber das wissen wir gleich. Freue mich schon drauf, wieder verschiedene Strategien hier auszuprobieren für irgendwelche Dinge. So. Also, ich sag's mal für diejenigen, die das jetzt nicht mitgekriegt haben. Eigentlich sind wir hier im Late-Night-Stream. Es ist jetzt kurz nach 2. Und ich habe gerade probeweise Layers of Fear 2 gespielt. Und irgendwie war es das nicht. Und dann haben wir einfach mal kurz überlegt, was wir noch machen. Und irgendwie kamen wir auf den Gedanken, Prey bietet sich an. Oder unten, ich wollte gerade sagen, da unten hat sich was bewegt. Aber ja, es hat sich auch was bewegt, nämlich der olle Ventilator. Ne? Guck mal, Neuromods, 3 Stück. Wofür wollte ich die denn ausgeben? Ich glaube, für entweder mehr Inventarplatz oder vielleicht auch das hier. Wollte ich noch 3 weitere. Wie sieht es denn aus mit Zielen aktuell? Optional. Ich habe ja immer noch diese optionalen Quests, ne? Besatzungsquartiere. Versiegeln in Außenrum. Wer ist Dezember? Auf Karte ansehen. Da muss ich in Besatzungsquartiere. Okay, und ich bin wo? In Lobby. Das heißt, ein Umweg übers Arboretum muss sein. Wobei ich jetzt noch nicht so ganz genau weiß, wo das Arboretum ist. Ich hab's ja, ihr wisst ja, wie es ist mit der Orientierung bei mir, ne? Arboretum. Da muss ich ganz nach oben. Nach oben. Ah, ich erinnere mich. Ich sagte noch letztes Mal, ich sagte noch, ja, ich will das machen mit dem Arboretum und so weiter. Aber guckt mal hier, wir sind hier bei der Neuromod-Abteilung. Da gehe ich erstmal rein. So sieht's aus, da gehen wir jetzt erstmal rein. Ah, das ist ein Durchgang sogar. Nun gut. Wie gut, dass die ganzen Schalter hier scheinbar unzerstörbar sind. Sonst hätte ich so Zelda-mäßig schon alles Mögliche kaputt gehauen. Da hat sich doch gerade was bewegt. Also. Scan abgeschlossen. Mimikry 3 wäre verfügbar, okay. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Ich höre Schritte. Ich brauche was zum Schmeißen. Da.
Meine liebste Waffe. Schränke und solche Dinge. Da war noch was anderes, ich hab's gesehen. Also, ich will damit sagen, irgendwas hat gerade dieses Zeichen gemacht, dass es mich sieht, ne? Ich bin übrigens voll der Held. Dachte vorhin noch, Neuromod-Abteilung, da sind wir noch nie gewesen, aber das ist natürlich totaler Quatsch. Ne? Absoluter Quatsch. Aber ich bin anscheinend hier noch nicht überall gewesen. Wie es aussieht. Gucke ich in die richtige Richtung? Ja. Da zum Beispiel. Habe ich denn da jetzt einen Zugang? Skill Recording. Dahinter ist das. Dahinter ist das. Dingen. Ah. Ich verstehe. Wie wär's mal mit selbst einen Weg schaffen, ha? Huh? Also mit. Mit Zeug. Mit Schaumzeug. Damit könnte ich schon da hoch, ne? Mit Schaumzeug. Schaumzeug-Hype. Oder? Wo könnte ich denn da hoch? Am besten hier so vielleicht? Jawohl. Ja, yeah, Schaumzeug-Hype. Na, speichern. So. Voll geil. Mimik. Der Tisch da, oder der Stuhl ist ein Mimik. Erstmal das Ding hier wegnehmen. Da. Ich spare mir die Munition. Fup. Oh, ist das Ding gar nicht kaputt gegangen. Nun gut. Dann müssen wir wohl noch was anderes werfen. Schachtisch. Fupp. Hahaha. Oh. Disruptor-Taser-Pistole. Disruptor-Taser setzt menschliche Ziele außer Gefecht. Typhon sind widerstandsfähig, können aber auch kurzzeitig betäubt werden.
Robotereinheiten können ebenfalls kurzzeitig vom Disruptor deaktiviert und letztendlich zerstört werden. Lass es zum Vorher wieder los. Aber ich nehme an, die hat auch eine gewisse Energie nur, ne? Mimik. 8 Meter. Disruptor-Batterien. Warum ist das Ding eigentlich nicht kaputt gegangen? Okay. Ich hab's wohl nicht richtig getroffen. Fehler. Volunteer-Testing. Aha. Ich glaube, ich kann das nicht hacken. Dazu müsste ich Hacken 2 haben, ne? Und Hacken 2. Nee, Hacken wäre das. Sicherheit, nicht Technik, ne? Oder? Eine Wissenschaftler? Ja, Hacken 2 kostet 4. Und ich habe nur 3. Und einen Weg freigemacht, den man vielleicht sonst nicht so ohne weiteres freimacht. Vielleicht komme ich damit ja nach oben ins Arboretum. Mal sehen. Offenbar komme ich damit höher. Mimics. Es macht allein schon Spaß, hier auf der Station diese ganzen Wege zu erkunden, was man da alles finden kann. Voll geil. Das Glas, wo ich durchfallen kann. Oh, da liegt ja jemand. Was hat der denn? Baseballhandschuh und irgendwas. Junior Bookman. Das ist jetzt aber einer, der keinen Namen hat, oder? Ein Junior oder... Der heißt doch nicht Junior, oder? Oder? Das wäre irgendwie merkwürdig. Kann ich da noch höher irgendwo? Ist wirklich Glas, Glück gehabt. Scheinbar nicht, wa? Aber das fühlt sich auch übrigens viel besser an hier. Von der... Also vom optischen her. Gesperrt, Na gut. Hier bin ich hochgekommen, ne? Mal sehen, ob ich hier noch irgendeinen anderen Ausgang finde. Höchstens durch das Glas, nehme ich an, wenn ich es kaputt haue. Ob ich da irgendwo hinkomme, wo ich vorher sonst nicht hinkam. Auf dieses Ding oben drauf, aber was würde mir das bringen? Oder ist es hier ein Bereich, in dem ich vorher nicht war? Sieht mir fast so aus, ne? Könnte sein. Könnte, oder? Naja, bin nicht so sicher.
Na, nicht wirklich. Also ganz konkret, so richtig konkret hat es jetzt nichts gebracht. Restrooms kann ich jetzt auch, könnte ich jetzt auch frei machen. Oh, ich höre schon wieder. Räusche. Okay. Hat schon seine Vorteile, die Rohrzange verbessert zu haben. Könnte natürlich auch versuchen, erstmal der Hauptgeschichte weiter zu folgen. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe immer irgendwie den Drang, diese ganzen Nebenquests erstmal zu machen. Mimik drin, okay. Aber auch noch was anderes. Wie komme ich da rein? Einfach die Tür aufmachen. Code. Oder hier so. Ihr wisst schon, rein mimiken. Das kann ich gleich mal versuchen. Muss ich bloß einen Gegenstand dahinlegen, den ich da als quasi als Mimikvorlage nehmen können. Einen kleinen Gegenstand brauche ich dafür. Ach, Saugroboter Dreck weg, alles klar. Der ist, glaube ich, zu groß. Wie eine Flasche oder so. Das Ding reparieren. Das Ding hat einen Dezember zerstört. Keine tolle Nachricht, das brauchst du vielleicht. Neuer Code. Ziel aktualisiert. Wer ist Dezember? Nebengeschichte. Interessant, interessant. Ins Arboretum. Pass auf, Hecken 2. Jetzt habe ich ja 10. 4, nicht 10. Bim, bim, bim. Geil. Da war noch ein Durchgang, den ich auf diese Weise kriegen kann. Hier liegen keine kleinen Gegenstände rum. Ich brauche aber einen. Oder ich kann das Hacken 2 versuchen. Das geht natürlich auch. Aktenkoffer ist zu groß. Skill Recording Room. Moment, ich bin noch nicht ganz so weit hier. Das Ding ist wahrscheinlich zu groß, ne? Nehme ich an. Um da durchzupassen. Meine ich. Oder? Vielleicht geht's gerade so. Jetzt muss, welches war denn die Taste dafür? Um das zu machen. Für die, Hallo? Na toll, ich bin auf dem Boden. Das hilft nicht. Das hilft nichts. Haha.
Sicherheitsstation. Hecken 2. Oh. Oh, oh, oh. Na, das habe ich jetzt nicht. Nochmal versuchen. Das muss ich wohl nochmal versuchen. Ich dachte erst voll geil, ich habe voll viel Zeit. Aber nein. War ein Irrtum. Ich hab das nicht, kann das nicht erkennen. Welche Taste ich da drücken muss. Nochmal. Ja, oh, oh Mann. Ach, ich bin ja zu ungeschickt gerade. Bis es geht. Puh. Fähigkeiten. Zugriff auf Fähigkeitsaufzeichner. Verkehr während der Aufzeichnung. Zutritt. Okay. Bereichskarte. Mhm. E-Mail. Helfen Sie uns bitte. Wir stecken fest. Okay. Okay, okay, okay. Und hier sind die ganzen... Status, kein Lebenszeichen. Sieh an. Ein Programm. Okay, Fähigkeit auch Zeichner. Skill Recording hieß es, glaube ich, ne? Recording. Muss ich natürlich erstmal wiederfinden. Das war da, glaube ich, ne? Ja, Skill Recording Room. Room. Speichern. Neue Orte am besten mit einer Kiste betreten. Keine Mix? Okay. Diddlidlidlidlidlid. Wenn hier keine Mimics sind, oder keine Teil von... Was war das jetzt? Zitronenschale, okay. Dann kann ich wahrscheinlich auch im stehenden Zustand durch die Gegend laufen. Kein Passwort. Und ich muss wieder hacken. Na gut. Knappe Sache. Das ist ja noch eine Dekontaminationsübung.
Was haben wir wohl gefunden? Na gut, hat nichts gebracht, aber geschadet hat es auch nicht. Diese paar Töne, die klangen so ein bisschen wie die Melodie von Dishonored 2, finde ich. Na? Da komme ich doch auch durch mit Hilfe von irgendeinem Mimik-Kram, oder? Laufband aktivieren. Okay. Nur für den Fall. Aber eigentlich war ich da doch schon, oder? Sieht so aus, ja, ja. Aber wenn ich da durch will, ne? Hätte ich auch schon wahrscheinlich aus anderer Richtung machen können. Und hier. Fähigkeiten, Aufzeichnungsraum. Bringt das was, da hochzugehen? Wer weiß das schon? In solchen Spielen, generell in Spielen, manchmal vernachlässige ich bestimmte Blickwinkel. Runterfallen ist nicht gut. Und dann entgehen mir tolle Sachen gelegentlich. Denken, dass es irgendetwas bringt, hier hochzugehen. Manchmal vielleicht auch nicht. Das ist zu hoch. Diesmal hat sich's wohl nicht gelohnt, aber na gut. Dann weiß es jetzt halt, ne? Ja. Okay. Hat jetzt also eigentlich überhaupt nichts gebracht, hier durchzugehen. Bringt nichts, oder? Entfernen. Ich habe noch 19 von den Psi-Dingern. Okay. Nun gut, ich gehe mal hier wieder raus. Hat nicht wirklich was gebracht, hier hinzugehen. Ah, da oben sind noch ein paar geschlossene Türen. Ich gucke nochmal, ob ich es irgendwie geregelt kriege da oben. Wenn nicht, dann verschwinde ich hier. Und vielleicht gehe ich wirklich mal in Richtung
Hauptquest. Das kann eigentlich auch mal nicht schaden, oder? Hecken 2? Ne, Hecken 4! Es sei denn, ich finde hier noch was Neues. Do not enter. Hier ist die Dingens irgendwie aus, ne? Die Energie. Speichern. Reparieren. Jetzt funktioniert's wieder. Na, schade, ich dachte, es geht. Naja, wie auch. Ich dachte, es geht vielleicht noch höher. Macht eigentlich keinen Sinn. Ja, hier bin ich jetzt da, wo ich eben gerade. Durch wollte. Da ist ein Mimik. Na, schlecht zu treffen. Noch ein Mimik. Aber oh, es hat auch schon was gebracht. Also auch ein Ding, was überhaupt kein, scheinbar kein Gewicht hat, ne? Also kein, was keine Stärke braucht. Sagen wir es mal so. Pass auf, wir machen es mal so. Setzen wir mal einfach mal die Hauptgeschichte fort. Außerdem würde es mich aber trotzdem mal kurz interessieren, ob hier irgendwas hinter ist, was ich haben will. Hinter oder drunter? No Ausdauer. Ah, guck mal. Das ist mir vorher voll entgangen hier. Dass da noch einer liegt. Anzug-Reparatur-Kit, voll geil. Voll gut. Machen wir mal. Machen wir mal. Hauptgeschichte. Also ich habe das Gefühl, wenn ich das Spiel durch habe, ich glaube, das hat auch einigen Wiederspielwert. Es mal auf eine ganz andere Weise versuchen oder so. Wahrscheinlich gibt es da auch entsprechende Trophäen. Das Spiel zum Beispiel ganz ohne Zusatzfähigkeiten durchzuspielen oder so. Also würde mich nicht wundern. So, wo muss ich es eigentlich hin? Hm? Zwei Ebenen runter auf jeden Fall. Guten Tag, Talos. Sicherheitshinweis. Haftnotizen, selbst gut versteckte, sind keine sichere Methode zum Aufbewahren ihres Terminal-Passworts. Ein guter Hinweis. Hätte ich jetzt ja gar nicht gedacht. Okay.
ich das Ding da hacken? Ich könnte es hacken. Theoretisch geht es sogar, ja. Nun. Ich musste überlegen kurz, welche Taste das ist. So, Waffen-Upgrade und 4 Neuromods. Das hat sich ja mal gelohnt. Wo packe ich das Waffen-Upgrade denn mal rein? Glukanone. Auch nicht. Kann ich alles nicht machen? Präzision. Zack. Und vor allem 4 Neuromods. Das ist ja schon mal ziemlich geil. Soll ich die gleich irgendwo reinpacken? Fragezeichen. Gute Frage, ne? Ja. Das hier mache ich. Zack. Nekropsie. Mehr Materialien beim Monster zerschnetzeln. Voll geil. Speichern. Schützdefekt. Ah, guckt mal, ein Recycler. Wundervoll. Muss ich reparieren. Kostet 5 Ersatzteile. Finde ich gerade ein bisschen teuer, ehrlich gesagt. Ist hier nicht ohnehin irgendwie ein Recycler oder so in der Nähe? Also ein funktionierender, meine ich. Die Geschütze sind eigentlich gar nicht so geil. Ich kann sie auch nicht mitnehmen, glaube ich. Mach's trotzdem mal so. Automatisches Auslöschergeschütz 0.7.6. Ich bin echt gespannt, wie das hier geschichtsmäßig weitergeht. Ich glaube, bei meinem ersten Spielversuch war ich schon weiter, auf jeden Fall. Also da hatte ich schon Orte betreten, die ich jetzt noch nicht gesehen habe. Das ist schon ganz klar. Aber ich habe noch nicht so richtig geschnallt, was die Geschichte eigentlich, was eigentlich passiert. Sicherheitsstation. Kann ich die hacken? Ist wahrscheinlich mehr als Stufe 2, oder? Nee, es ist Stufe 2. Wundervoll. Jetzt versuche ich alles zu hacken, was irgendwie 2 und
2 und weniger ist. Festplattenlaufwerk, yippie, yippie. Oh, geil. Waffenupgrade. Munition. Programme. Sicherheitsraum verriegeln, entriegeln. Und eine Karte. Na, wie viel da von mir gefehlt hat, weiß ich jetzt nicht. Hinter dem eisernen Vorhang? Okay. Was für ein Geräusch. Ah, guck mal. Ansonsten kann ich hier nichts holen. Okay, aber gut. Munition. Ich brauche, wie gesagt, einen funktionierenden Recycler. Ich müsste eigentlich nochmal in mein Büro. Speichern. Manchmal kann ich die Sachen nicht wegheben. Oh yeah. Weil sie irgendwie falsch stehen, sag ich mal. Ah, jetzt müsste ich aber... Nimm die gleiche. Kann ich die nicht looten? Anscheinend nicht. Waschbecken. Scannen. Ich habe jetzt gedacht, dadurch, dass ich jetzt Nekropsie gelernt habe, dass ich dort Dinge lerne. Also nachträglich auch. Nachträglich auch. Hallo, Dr. Yu. Das machen kann, ne? Scan-Vorgang läuft. Psychoaktives Potenzial laut Neuralmuster auf oder nahe Höchstwert. Ja, ja, ja. Diese Geräusche kommen doch nur, damit die Leute bei der Arbeit nicht einschlafen, oder? Speichern. Ich gucke mal, ob hier noch irgendwo Mimics liegen oder... Ach, guck mal, jetzt kann ich hier... Ah, da hinten war... Ja, ja, jetzt kann ich endlich zeuglos werden. Sehr schön. Aufpassen hier. Auch nur eine Pistole. Kann ich sonst noch was reinschmeißen? Was ist das? Medikit, die sollte ich lieber nicht reinschmeißen, wie es aussieht, ne? Okay. Das Ding sollte ich auch am besten benutzen und nicht nur mit mir rumschleppen.
So. Ach, schau mal, habe ich das Ding hier vorher übersehen? Anscheinend, was? Oder es hat sich wieder geschlossen. Das kann ich auch sagen. Was steht da denn? Aha. Das wäre die nächste Möglichkeit gewesen. Das wäre ihr Preis gewesen, ne? Was kostet denn die Reparatur? Hm? 4 Ersatzteile. Na gut, lohnt nicht, weil ich ja das Zeug schon habe. Ich muss die Energie wieder anmachen, damit der Dingens funktioniert. Der ist Dingen hier. Der nicht Recycler, sondern das andere Teil. Neuromod. Wie viel brauche ich? 4. Ja gut, einen kann ich herstellen. Das teure Material oder... Huch. Sowas hatte ich schon befürchtet. Unser leitender Neuromod-Ingenieur, Holden Graves, hat eine Abschaltroutine in die Lizenz der Neuromod-Pläne eingebaut. Schade. Er war ein guter Ingenieur. Er schien wegen der exotischen Komponenten Bedenken zu haben. Du musst an sein Arbeitsterminal, um die Lizenz zurückzusetzen. Sein Büro ist in der Neuromod-Abteilung. Computer. Also, Frankie, abschließe ich ins Bett. Ich werde mit einiger Wahrscheinlichkeit heute, am heutigen Sonntag, nochmal spielen, ja. Das hier wahrscheinlich. Schlaf gut. Und danke fürs Reingucken. Neue Nebenquest. Kopierschutz. Wenn ich weitere Neuromods herstellen will, muss ich sein Büro finden. Okay. Ist das weit weg? Fragezeichen. Durch die Lobby muss ich und den Neuromod abteilen. Das mache ich mal doch zuerst. Eingabe deaktivieren. Das auch. Damit ich weitere Dinger herstellen kann, ne? Das mache ich mal zuerst. Das mache ich mal zuerst. Hallo, Dr. Yu. Tag, ey. Speichere mal. Nicht, dass mich hier noch irgendwelche Gestalten überraschen. Eigentlich ist der Weg ja Teil von frei. Aber es können ja immer wieder mal neue kommen. Was soll das Geräusch? Mimik. Ich muss nicht alle töten. Obwohl, dann hätte ich neues Material gesammelt. Auf dem Rückweg, wenn es noch da ist. Thermalphantome. Brennende Mimics sind immun gegen Feuerschaden. Okay. So, wie weit ist das weg? 26 Meter. Und da ich ja noch nicht so viel Teil von Material in mir trage, bin ich wohl auch noch kein
keine Gefahr oder kein Feind für die Geschütze hier. Das Ding funktionierte nicht. Dylan, ach komm. Automatisches Auslöschergeschütz 0.7.6 online. Auslöschergeschütz. Fragezeichen, Leiche. Ich will weitere Neuromods herstellen können, also Copyright. DRM bei Neuromods, was ist hier los? Das geht natürlich nicht. Das ist absolut nicht akzeptabel. Ich glaube, auf dem richtigen Weg. Ja. Geht so. Geht so, wa? Neuromod-Abteilung. Wo ich vorhin eigentlich war. Jetzt plötzlich habe ich die Aufgabe nochmal hinzugehen. Hatte ich ihn überhaupt nicht angeguckt? Sehr interessant. Meter. Und zwei Ebenen hoch. Aber ich habe ja die Kletter Dingens hier gebastelt. Klettertreppe hier. Künstliche Treppe. Stufe 4. Meter. Hab ich es mir schon wieder vermasselt? Oder habe ich jetzt irgendeine Möglichkeit dahin zu kommen? Do not enter. Wenn ich da so ein Recycler-Ding hinschmeiße, damit gehen die Türen nicht auf, glaube ich, ne? Bin mir sogar ziemlich sicher. Ich sag's mal so, es ist immer das Gleiche mit mir. Ich lasse mich immer zu schnell ablenken. Von irgendwelchen Aufgaben. Dann will ich da immer sofort hin. Das geht dann halt häufig nicht. Was ist denn da? Da war eben, hat sich doch irgendwas bewegt. Ich hab's gesehen. Hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Recycler-Ladung. Ein Sunburst-Bananen-Pudding, da hätte ich jetzt auch irgendwie Spaß dran, glaube ich.
Schrotpatronen. Was, mit was wird man hier denn vollgeballert? Disruptor-Taser-Pistolen-Fabrikationsplan. Ah, guck mal, vielleicht muss ich doch in die Fabrikation. Wo möglich. Wie ich da irgendwie rüberkomme. So hoch komme ich nicht. Aber wenn ich da irgend etwas Hohes. Es ist zu hoch. Aber wenn ich da einen großen Gegenstand vielleicht draufstellen würde. Ein Stuhl ist nicht besonders groß, aber vielleicht geht der ja schon. Oder die olle Decke hier. Kann ich nicht nehmen. Hier komme ich jedenfalls nicht so direkt hoch. Was? Ich habe gerade etwas erspäht. Ich muss den Stuhl da oben drauf kriegen, ohne dass er runterfällt. Eingabe blockiert. Warum? Kaputt? Ist er einfach kaputt? Warum ist Eingabe blockiert? Muss da lang. So viel ist schon mal klar. Wieso kann ich da jetzt nicht mehr hochsprengen? Wie sind eigentlich hier irgendwas weg? Wie waren die Taste, um eine Waffe wegzulegen? Nein, falsch. Geht's wieder. Merkwürdig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier keine Möglichkeiten gibt. Da drauf. Von da, darüber, ob das geht. Mal sehen. Ah, das war jetzt eigentlich übertrieben. Hätte nicht gleich wieder laden müssen. Was ist denn da? Kommt mir vor. Mimik.
Okay, gut. Noch eins? Voll geil. Der neue Forschungsdirektor möchte alle kennenlernen. So, jetzt müsste ich doch eigentlich mal mehr looten können, oder? Ja. Mimic Tumor. Ein Chipsatz. Was macht das Ding? Erhöht die Batterielebensdauer der Taschenlampe. Ah, okay. Warum nicht? Durchgebrannte Platine und Ersatzteile. Das ist akzeptabel. Im Labor haben wir Möglichkeiten, das zu untersuchen. Versuchen wir über ihren Geistes. Ach, du bist korrumpiert, Kumpel. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Zwei. Na komm. Nicht getroffen. Technopath. Machen wir auch mal hier das Ding wieder richtig heile, würde ich sagen. Technopath, was ist hier los? Cheater, nein, das war jetzt falsch. Wie wär's mal mit einer EMP-Ladung? Macht ihm nix. Die aber vielleicht. Technopath. Technopathenvermöbeln.de. Technopathen-nicht-treffen.de. Fast schon tot sein. Wo ist er? Oh, shit, ja. Nehmen wir mal
So ein richtiges Ding hier. Ach Mann. Dann halt so. Also, ich würde mal sagen, Technopathen können Technik korrumpieren. Ne? Geschützt defekt. Scanner Ziel Fehler. Teilmaterial unzureichend. Keine Aktion. Das Ding hätte mir helfen können, wenn ich es rechtzeitig aufgestellt hätte. Radisches Auslöschergeschütz 0.7.6 online. So, jetzt einmal umgucken. Hier. Was ist hier los? Noch ein Geschütz? Ich glaube, ich mache jetzt nicht ständig Geschütze hier. Ja gut. Nach Updates, Server offline. Gut, gut, gut. Das war ein kleiner, netter Kampf. Das war ja, der war jetzt nicht übermäßig schwer. Aber ein bisschen war da schon, ein bisschen steckte da schon hinter jetzt, ne? So. Speichern. Scanne Ziel Fehler. Teilmaterial unzureichend. Keine Aktion. Graves Büro. Na gut, da brauche ich erstmal eine Schlüsselkarte, wie es aussieht. Oder ich muss mich irgendwie anders reinmogeln. Das kann ich auch von hier wieder versuchen, denke ich. Großer Mimik. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Ja. Komme ich hier sonst irgendwie rein? Kann ich mich wieder rein mimiken? Das wäre natürlich cool. Ach, Moment mal. Jetzt ist das erste Mal die Gelegenheit, glaube ich. Oder die erste Gelegenheit, die mir einfällt. Mal hier den Bolzenwerfer zu benutzen. Yippie! Knopf von der anderen Seite drücken. Geil. Und kann den Bolzen sogar wieder aufnehmen. Exotisches Material, dankeschön. Voll gut. Dateien. Türen entriegeln. Mhm. Neuromod-Lizenzen. Lizenzen erneuern. Wundervoll. Oh, hi. Graves, was hat er? Eine Platine, EMP-Ladung und ein Psi-Hypo. Und der hat Brandy hier stehen. Na, kann doch nichts mehr passieren. Also ich habe nämlich am Anfang, beim ersten Mal spielen, gedacht und habe auch entsprechend gehandelt. Ich habe gedacht, dieser
Schaum, dieser Schaumstoff-Pfeilwerfer sei völlig nutzlos, weil er überhaupt keinen Schaden macht und höchstens Gegner ablenkt. Aber Knöpfe drücken, voll geil. Voll geil. So, Ziele. Versiegeln den Außenrumpf. Die Frage ist, wie weit ist das weg? Außenbereich. Und ich bin eine Neurobot-Abteilung. Das ist eine Ecke weg. Okay. Schüssel der Leiche. Durchsuche Alex Bürotresor. Willst du damit sagen, dass du müde bist, Kante? Letztendlich muss ich sowieso da lang, wie es aussieht. Noch ein bisschen müde, aber das macht gerade so Spaß. Ich mache noch ein bisschen weiter. Die Pistole kann ich nicht weiter aufladen, ohne das zu lernen. Ich würde jetzt zu gern die Rohrzange verbessern. Schrotflinte. Rückstoß. Munitionskapazität. Okay. Speichern wir mal. Alex Tresor, 70 Meter. Zumindest der Weg dahin. Der erste Schritt, der erste Schritt. Frederick Steele Leiche. Eine Schlüsselkarte. Quells Büro. Aber brauche ich ja nicht mehr, habe ich ja schon aufgekriegt. Gut, gut, gut. Operator Dispenser. Operator. Sehen, was es für einen gibt. Transstar Sinner, hier mein Kopf. Wissenschaftsoperator bereit zum Ein. Scan-Vorgang läuft. Mentale Fähigkeiten laut Moralmuster untersichert. Das sollte helfen. Sie Danke. Sollten nur wacher sein. Danke. Material? Exotisches Material, voll geil. Exotisches, exotisches, exotisches. Voll gut. Neuromods, ich komme. Wo bin ich hier überhaupt? Ah ja, Fabrikation. Das ist ein Fabrikator. Macht Sinn in der Fabrikation. Da ist ein defektes Geschütz. Okay.
hoffe, der Fabrikator ist auch... Ach, hier war ich ja vorhin schon, die Schlaubi. Ist auch aktiv. Na, Romott. Wie viel habe ich? 12. Voll geil. Stell so viele her, wie es geht. Neuromods. Was gibt's denn hier? Ich könnte hier kinetische Explosion lernen. Telepathie. Entfernte Objekte zu erlangen. Das ist natürlich geil, ne? Entfernte Objekte zu erlangen. Aber die Frage ist, werde ich dann von Gegnern... Ach, ich kann es sowieso noch nicht machen. Ich müsste erstmal, müsste noch mindestens einen Teil von scannen. Die Frage ist, ob ich dann von den Geschützen als Gegner erkannt werde. Ab wann ist denn das so? Kann mir das jemand sagen? Ab sozusagen, was da die Grenze ist? Ab wann man als Gegner erkannt wird? Ich weiß es nämlich nicht. Techniker, will ich hier noch was anderes erst noch lernen? Ich weiß es nicht so genau. Das wäre eigentlich auch geil. Chance von 25% Bonusschaden. Bessere Waffen. Reparatur. Mehr Inventar ist natürlich auch immer geil. Eigentlich ist das alles gut. Eigentlich ist alles super. Ne? Maximale auf 250. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich verwenden soll. Besseres Recyceln. Schleichen 2. Das ist sinnvoll. Du gehst und läufst vollkommen lautlos. Das ist natürlich schon geil. Schleichangriff. Geil. In der Kombination natürlich auch schön. Ich mache das auf jeden Fall erstmal. Zack. Mit. So, Alex Tresor. Meter. Um die Ecke ist auch noch ein Recycler, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß aber nicht mehr genau, ob der auch aktiv ist. Dr. Yu. Nee, der ist, muss man erst reparieren, gut. Kostet 5 Ersatzteile. Und das Inventar ist noch nicht zu voll. Sagen wir mal so. Mip. Okay, Alex Tresor.
Hier ist aber zu. Ohne weiteres komme ich da nicht durch. Jetzt ist offen. So, ohne weiteres komme ich da nicht durch. Am Arsch. Muss erst dekontaminiert werden. Ja, es gibt mehrere Wege, ein Problem zu lösen. Jawohl, haben wir ja gemerkt. Meter bis zu Alex Tresor. Also zumindest bis zum nächsten Schritt zu Alex Tresor. Mimix. Noch keine zu sehen. Meter unter mir. Na, ach ja, gut, okay, dann geht's erstmal in den nächsten Bereich, ne? Würde ich sagen. Mimimimimip. Macht viel mehr Spaß als Layers auf 4-2, auf jeden Fall. Ist zwar keine Gruselgeschichte hier, aber viel geiler. So. 134 Meter. Ich glaub, da unten. Letztens war da unten noch ein Mimik. Typhonorgan. Sehr gut. Dit. Da geht er hoch, komm. Man macht hier relativ viele Hin- und Her-Wege, wenn man so durchdacht spielt wie ich, ne? Dr. Hughes. Entschuldigung. Ich will mal ganz kurz gucken, ob die Hauptgeschichte auch in dieser Richtung ist. Ja, ist es gut. Dann muss ich nicht zu häufig hin und her gehen, ne? Hallo, Dr. Jung. Naja. Wissenschaftsoperator. Da ist jemand. Ha. Na. Bip. Tada.
War ja schon. Toll. Aber Spaß macht das trotzdem immer wieder. Mimiu. Wozu ist das hier eigentlich gut? Erdungswiderstand. Ich weiß nicht, wofür der gut ist. Ich kann... Ich meine, weil er so leuchtet, so auffällig. So blinkt kann man nicht sagen. Blinken ist eigentlich eher so ein Pulsieren. Oh. Ich glaube, jetzt kommen wir wirklich mal in Bereiche hier. Wo sich vielleicht wirklich mal was Neues ergibt. Immer erstmal schön speichern. Ach du meine Güte. Mikrogravitation entdeckt. Ein Technikoperator. Wie war denn das mit? Ich komme. Da steht's. Inspektion läuft. Ihr Anzug. Diese Tunnel durchziehen die gesamte Station. Hauptsächlich Leitungen für Strom, Wasser und Luft. Aber Operator liefern darüber Vorräte vom Frachtraum zum Arboretum. Bei der geringen Anzahl an eingeteiltem Personal dürfte auch die Typhon-Präsenz hier nur minimal sein. Aber das ist vielleicht eine falsche Annahme. Bist du dir bei der Sache sicher? Noch können wir das Zeug aus einer der Luftschleusen werfen. Ich bin mir sicher. Hast du etwa Zweifel? Keineswegs. Ich bin dabei. Es ist nur... Ich bin nicht diejenige, die die Schuld auf sich lädt. Es gibt so oder so kein Happy End für mich. Ich versuche nicht darüber nachzudenken. Tut mir leid. Hast du Vorkehrungen getroffen? Mitchell ist an Bord. Er bringt mir was zu essen. Erspar mir die Details. Ist besser so. Es muss bei deiner nächsten Dienstrotation passieren. Ich packe alles in ein Paket mit der Aufschrift Mementos. Ich lasse es in meiner Kabine. Es muss an alle Medien weltweit gehen. Alles klar. Und Quinton, sei vorsichtig. Die Sicherheit prüft mich eh schon genauer als sonst. Mhm. Whistleblower. Mikrogravitation. Coole Sache. Kein Wunder, dass das Arboretum so viel höher angesiedelt ist auf der Karte. Ich habe die ganze Zeit nach einem Kletterweg gesucht. Oh, da ist ein Ersatzteil. Aber hier hinter. Will ich haben. Kann mir eigentlich nicht denken, dass es hier wirklich keine Typhons gibt. Wenn doch, muss ich wahrscheinlich sowieso mich auf diese Weise verteidigen, oder? Geräusche, krass.
scannen, bitte. Oh, oh. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Zystoiden. Forschung abgeschlossen. Zystoid. Schwäche? Keine. Immunität? Keine. Okay. Technikoperator. Ich, das ist voll geil. Ich bin ja auch angespannt, aber auf eine andere Art und Weise, auf eine angenehme Art. Vor allem, weil ich zum Beispiel, weil ich hier die ganze Zeit suche nach irgendwelchen Möglichkeiten. Ja, zum Beispiel, da ist irgendwas, was ich haben will. Ersatzteil wahrscheinlich. Voll geil. Kann ich das hier looten oder so? Kann ich wohl nicht, wie es aussieht. Bisschen schade, aber gut. Ich darf aber auch nicht zu dolle mich drehen, sonst verliere ich wieder voll die Orientierung. Denn es war kein Ersatzteil, es war eine korrodierte Spule. Aber ist natürlich auch super. Ich komme. Der ist momentan aber gar nicht unbedingt notwendig. Forschung abgeschlossen. Zystoiden-Nest. Hm. Da müsste ich eigentlich was draufwerfen am besten. Zum Beispiel dieses Ding hier. Ich kann mich nicht selbst reparieren. Sorry. Nein, das war falsch. Abbrechen. F. Ich glaube, damit habe ich eine Explosion ausgelöst, die da ein paar Viecher platt gemacht hat. Bewege mich. Bewege mich, sagt er. Da ist auch noch. Ich glaube, der war sozusagen zu meinem Wohlbefinden. Diese Explosionsflasche.
ein Nest. Das Ding ist irgendwie nicht, hat nicht die passende Form. Kann ich das? Kann ich nicht nehmen. Schade. Das Ding. Ja, stellt euch nah zusammen. Sehr gut. Einer ist da noch. Oh, Strahlung. Schiete. Strahlung vorbei, zum Glück. Da ist noch ein Nest, wo? Oder war das vor mir? Egal. Beziehungsweise nicht egal, weil es anscheinend von der Seite vor mir ist. Wartungstunnel. Speichern. Na geil. Na toll, jetzt schaffe ich so nicht. Das ist ein Riesenumweg. Nochmal. Oh Gott, das gleiche nochmal. Und das Ganze zweimal. Wie soll ich das denn schaffen? Das klappt doch nicht.
Oh, es explodiert alle. Wo ist das denn? Da ist noch irgendwo ein Nest. Da. Einen Gegner haben wir noch. War's das? Irgendwo war noch was Rotes gerade. Da. So. Immer noch Geräusche. Egal, ich gehe jetzt erstmal gucken, ob ich was Cooles einsammeln kann. System offline. Also hier kann ich schaderweise nichts einsammeln bei diesen Nestern. Noch ein Nest. Wo? Da. Habe ich vielleicht gar nicht selbst den Schaden bei denen ausgelöst, sondern durch diese Blitze? Ah, es ist nicht wirklich. Oh, noch so ein Ding? Oh Gott. Wie viele sind denn das, ey? Vielleicht lasse ich es auch einfach. Technikoperator. Das ist gut, aber bräuchte jetzt eigentlich eher einen Wissenschaftsoperator. Andererseits bin ich momentan auch eigentlich gar nicht so sehr in einem schlechten Zustand hier, ne? Was? Was? Was war das denn eben? Kollision? Morgan, sachte. Dieser Impuls hat ihre Anzugssysteme recht hart getroffen. Er kam aus der Substation vor ihnen. Eine Magnetosphäre um die Talos 1 sorgt dafür, dass die Sonne sie nicht kocht. Hoffentlich hält der Generator durch. Um ihretwillen. Mir macht das nichts. Das sieht doch aus wie so ein Tunnel. Ja. Aber ich lasse die mal. Oh. Eine tote Gestalt.
Da drüben ist anscheinend auch die Gravitation wieder vollständig. Oder wieder da zumindest. Ist die Frage, da lang oder da lang? Ah. Oder da lang oder da lang. Also auf jeden Fall da lang. Magnetosphäre. Ich kann ja mal gucken, ob das hier überhaupt aufgeht. Awesome, kann ich hier. Oh, guck mal da. Mal gucken, was hier so Sache ist. Medikit nehmen. Cookies. Bananenschale. Den kann ich ja mal direkt trinken, den Tee. Voll gut. Wir kriegen zwei Medikits. Ein Hypo. Schön. Na, da geht's theoretisch weiter. Mal gucken, ob ich überhaupt reinkomme. Da ist eine Notiz, wahrscheinlich mit dem Code. Zutritt nur für Befügte. Ach, Magnetosphärenkontrolle. Keine passende Schlüsselkarte. Gut, ich muss dann also sowieso durch die Magnetosphärenkontrolle. Oh, noch ein Toter, geil. Klingt komisch, ist aber so. Oder war das der, den ich vorhin schon... Ah, das war der wohl schon, wa? Ja, das war der. Ich hab die... Perspektive nicht richtig gesehen. Schwerkraft normal. Also so eine normale Schwerkraft ist ja eigentlich auch was Schönes, ne? Will ich mal sagen. System offline, na gut. Oh, das sieht ja schon mal... Das sieht ja schon mal, ne? Irgendwie aus. Na gut, ich nehme die Rohrzange mal mit. Solange ich noch Platz im Inventar habe. Warnung, drohende Plasmaschockwelle. Warnung, Schutz suchen. Plasmaschockwelle in 5, 4, 3, 2, 1. Was passiert ist. Okay, alles okay. Tut mir leid. Anders ging in die Mac-Kammer, um eine Spule zu testen, die Zicken gemacht hat. Ich weiß nicht, was genau passierte, aber es gab einen Impuls. Ich glaube, er wurde in seinem Anzug geröstet. Oh Gott, das tut mir leid, Laurel. Können Sie zum Arboretum kommen? Nein, Anders hatte die Schlüsselkarte. Okay, verstanden. Rühren Sie sich nicht. Bleiben Sie weg von dieser Kammer.
Ich suche nach Chief Elisa und wir schicken schnell ein Sicherheitsteam. Hm. Alles klar, Kante. Lange mache ich auch nicht mehr. Ich gucke mich hier noch kurz um. Weil ich bin auch müde. Und ich möchte tatsächlich morgen, beziehungsweise heute noch weitermachen, ne? Schlaf gut, Kante. Warnung. Plasma-Schockwelle. Warnung. Schutz suchen. Plasma-Schockwelle in 5, 4, 3, 2, 1. Ah ja, Waffenupgrade, Recyclerladung, 5 Ersatzteile. Zwei E-Mails. 5 Besatzung. Das Blackbox-Projekt. Drohende Plasmaschockwelle. Warnung. Schutz suchen. Plasmaschockwelle in 5, 4, 3, 2, 1. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt notwendig ist, was ich hier tue. Hallo, Dr. Jung. Hey, na? Generator-Access. Nicht gut. Warnung. Hallo, drohende Plasmaschockwelle. Warnung. Schutz suchen. Plasmaschockwelle in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, er hat mich hier nicht getroffen. Was ist denn hier oben los? Hm? Kann ich hier irgendwas tun, außer nur hier rumlaufen? Warnung, drohende Plasmaschockwelle. Warnung, Schutz suchen. Plasmaschockwelle in 5, 4, 3, 2, 1. Ich habe mich auch nicht erwischt hier oben. Na, ist ja gut. Grundsätzlich. Ich schätze, ich muss trotzdem da rein, das Ding holen, also irgendwas holen von ihm. Ich glaube, es war eine Schlüsselkarte oder sowas. Und wieder raus. Hallo, Dr. Yu. Warnung, drohende Plasmaschockwelle. Warnung, Schutz suchen. Plasmaschockwelle in 5, 4, 3, 2, 1. Das ist manchmal schon nervig, dass er die Sachen sofort wieder fallen lässt. Warum? Die Tür geschlossen ist. Warum lässt er das sofort wieder fallen? Das nervt doch
doch ziemlich stark, will ich mal sagen. Warnung, drohende Plasmaschockwelle. Warnung, Schutz suchen. Plasmaschockwelle in 5, 4, 3, 2, 1. Plasma-Schockwelle. Das waren die kleinen Fieslinge hier gerade. Ja, ich denke, ich muss da rein. Und schnell das Ding holen oder irgendwas von ihm holen. Denke ich mal. Warnung, drohende Plasma-Schockwelle. Warnung, Schutz suchen. Plasmaschockwelle in 5, 4, 3, 2, 1. Da oben ist ja auch noch was. Egal. Mikrogravitation entdeckt. Wo ist er? Mal wieder raus. Ich weiß jetzt nicht, wo der Typ gerade ist. Schwerkraft normal. Warnung, drohende Plasmaschockwelle. Eigentlich klingt es, als hätte man genug Zeit, oder? Typen finden. Warnung, drohende Plasmaschockwelle. Warnung, Schutz suchen. Plasmaschockwelle in 5, 4, 3, 2, 1. Mikrogravitation entdeckt. Wo ist der Typ? 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 Ich sehe ihn gerade nicht. Warnung, drohende Plasmaschockwelle. Oh oh. Ich sehe ihn nicht. Warnung, Schutz suchen. Plasmaschockwelle in 5, 4, 3, 2, 1. Mikrogravitation entdeckt. Ach da, guck. Plasgard, Schlüsselgard. Wartungstunnel. Schwerkraft normal. Und ein Chipsatz. Was macht der? Erhöht die Gleitgeschwindigkeit. Na, warum nicht? Warnung, drohende Plasmaschockwelle. First try, ne? Kumpels. Warnung, Schutz suchen. Plasmaschockwelle in 5, 4, 3, 2, 1.
So ein Mistkrötenmann. Wo? Da? Wo war es? Da? Feuer. Warnung. Drohende Plasmaschock. Welle. Also hier war so ein, leider so ein Hyopai, der... Warnung. Schutz suchen. Plasmaschockwelle in 5, 4, 3, 2, 1. Leider war hier einer, der... Huch. Oh, da bin ich mal eben durch den durch die Dings geglitscht, glaube ich, durch die Wand. Das ist ja interessant. Dr. Yu. Das ist ja interessant. Weil ich den Boden wohl eher. Dann war hier irgend so ein Technik-Hyopai. Ich würde ihn aber gerne looten, den Technik-Hyopai, wo auch immer der ist. Warnung. Drohende Plasmaschockwelle. Kann ich eigentlich schon hacken? Das neue Hacken kann ich noch nicht lernen, ne? Ne. Warnung. Schutz suchen. Plasmaschockwelle in 5, 4, 3, 2, 1. Danke, Kumpel. Danke, Kumpel. Warnung, drohende Plasmaschockwelle. Warnung, Schutz suchen. Plasmaschockwelle in 5, 4, 3, 2, 1. Technopath, wo ist er? Vielleicht da drin. Ich glaube, ich gehe jetzt nur noch in den neuen Bereich da rein. Und dann verschwinde ich. Aber was sind das für Dinge, die da sind? Dieses Geräusch. Bananenschale, dafür hat sich's gelohnt. Technikoperator. Oh, ein Technikoperator ist tatsächlich gerade sehr hilfreich. Weil der meinen Anzug reparieren kann. Inspektion läuft. Ihre Anzugsintegrität wurde beschädigt. Lassen Sie mich das reparieren. Fertig. Na gut. Was leuchtet denn da? Komm kurz mal hin. Sekt? Oh, passt nicht mehr ins Inventar. Na, dann. Notiz. Okay. Das ging da, war wohl auch gleichzeitig so ein... So ein Rendezvous an der Stelle. Deshalb vielleicht die Agavenreste. Speichern. So, ich glaube, hier speichere ich mal und gehe schlafen, was? Spiel speichern. Oh yeah. Ah, dass ich müde werde. Wie gesagt, das merkt man immer eigentlich daran, dass ich entweder ganz wenig nur noch sage oder nur noch genau beschreibe, was ich gerade tue. Ich mache mal die Tür auf. Oh, jetzt habe ich zu wenig Energie.
Und da hat er mich aber getroffen und solche Sachen. Sachen, die man eigentlich von vornherein, die man aber auch sieht. Die muss ich eigentlich gar nicht beschreiben. Ich stoppe mal die Aufnahme.